Hello! Herzlich willkommen auf The Sunny Side. Ich hoffe, ihr seid alle schön ausgeschlafen vom Halloween feiern. Wir haben ein Mega-Problem. Unser Getriebe gibt gleich den Geist auf. Seit dem Wochenende ein Riesenproblem mit unserem Getriebe. Ich habe schon bei Facebook einen großen Aufruf gestartet, woran das liegt. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Und dank des Kontaktes zum Andy, von dem wir in England damals unsere Türen gekauft haben, haben wir jetzt eine Adresse bekommen, die nur 30 Kilometer von uns entfernt ist, wo wir hinfahren können, wo wir wahrscheinlich selber an unserem Getriebe schrauben können und so weiter und so fort. Mega, mega gut. Und jetzt drückt uns einfach nur die Daumen, dass wir da hinkommen, weil der vierte Gang, der funktioniert noch. Der Rest ist wirklich Halloween gruselig, hört das sich an, als würde da unten Graf Dracula im Getriebe sitzen und am Spuken sein. Gucken wir mal. Sag mal hallo. Okay, wir sind jetzt beim Art und ich glaube, wir haben hier den richtigen Platz gefunden. Guck mal, was hier alles rumsteht. Und hier stehen noch mehr davon rum. Ich zeige euch das mal gerade. Guck mal, da vorne steht ein exakter Willy. Guck mal, da CV8 und da und da. Wir haben gerade schon eine Probefahrt gemacht und ja, irgendwas mal Layshaft Bearings scheint wohl die richtige Vermutung zu sein. Also danke schon mal für die ganzen Hinweise auf Facebook und wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt mal da rein und ja, auf jeden Fall mega das Glück gehabt, dass der Art so nah an unserem Problem gewohnt hat und ist Land Rover Paradise. Hier ist auch schön do-it-yourself. Der Art zeigt mir jetzt what to do und ich führe aus. Mal gerade hier Motorrad am Laufen halten. Zwischendurch. Guckt euch diese geile Norden an. Ist das nicht ein Hammer? Das ist ja der wahre Spielplatz hier. Ist ja so toll. Oh, sowas brauche ich auch irgendwann. Sieht auf jeden Fall schon viel professioneller aus mit dem Ding, auf das du liegst. Yeah. Nope, on the front. Front face. Front face. A choice. Now we have a decision. Okay. We can drain the oil from the main transmission and see how much stuff is in it. Yeah. And then we can put, we can see how bad it is, and then we could try some other oil and you buy some time. We can make arrangements or whatever. Or if you want to do most of the work, you can just start to pull it out. But it's a, that's a fairly lengthy job, and we might be a week or so for some of the parts, depending on which parts. Yeah. I have some in stock, but there's lots of different versions of this, and I don't know what's in there until damage done for sure. There's some damage. Ah, and you think that it's just a time thing if you do it now, or if you do it, I don't know, in 4 months? Yeah, if you can look at your schedule, I don't know whether you're going home for Christmas, or your parents are coming to the mass. Yeah. Erstmal das Öl hier raus. Give me a shout. Yeah, that is what I need. Thanks. Look at this. It's like a Christmas tree looking. Yeah. Yeah. There's gold in those hills. Looks like a Guinness. Yeah. A flat it's, Guinness. Yeah, that's Irish. That's Irish. Irish car. Yeah, well, it's homesick. Get Guinness in his gearbox. It's burnt smelling. Okay, Leute. Die Entscheidung ist gefallen. Wir haben uns jetzt das Öl angeguckt. Das Neues ist da. Wahrscheinlich ist das Öl irgendwann zu heiß geworden und es war schlechtes Öl drin und dadurch sind die Lager kaputt gegangen und ich by myself hole jetzt unter Anleitung vom Art
das Getriebe da unten raus. Ich baue jetzt ein Getriebe aus. Ich glaube, das wird auch eines der größten Maintenance-Jobs, die man so auf so einer Tour machen kann. Aber das ist halt so das Ding, ne? Damit muss man halt rechnen und sowas kommt halt. Und damit muss man halt dealen. Dann muss man das halt machen. Was will man machen? Aber das Gute ist, an einem Auto ist immer alles reparierbar. Das sind ja alles Einzelteile, die zusammenspielen. Und man kann alles reparieren. Man kann alles reparieren. Man muss sich damit einfach nur beschaffen. Man muss sich damit einfach nur beschäftigen und dann klappt das auch. Jetzt wird das Auto erstmal aufgebockt. Man drückt ja halt auch schon so die ein oder andere Tonne weg. Hour one, day one, week one. Ja. Dann hier die Prop Shots raus. Und das ist der erste Job to do. So, der Vorkrumpschaft ist schon vorhin fett. Here we go, and the big Krumpschaft is out as well. Und nach dieser 2 Jahre Weltreise Mechanikerausbildung bin ich sind wir schon so weit angekommen, dass dir jetzt das Getriebe runterklappt? Aha. Ich hab's auf jeden Fall schon mal freigelegt von allem, was es Dings. Jetzt sind dann noch die Mounts, aber ich muss das jetzt stützen, damit ich es freischrauben kann. So, hier ist jetzt alles. Hier ist das Transfergetriebe. Oh, die Transferbox ist schon mal draußen. Not bad. Jetzt kommt der nächste Schritt, das Bell Housing, und dann kann das ganze Getriebe raus. Bell House. Vom Bell House alle Schrauben gelöst. Und jetzt holen wir mal das Dreckstück da raus, das hier uns die Probleme bereitet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yeah, makes it sound stage. Ist das kleine Scheißteil. So, das erste Mal, dass ich eine Getriebe ausgebaut habe. Wir haben schon von außen die ersten 2 Probleme. Hier sollte eigentlich eine Pumpe sein, da ist aber irgendein Zeug reingeklebt. Und das zweite große Problem, was wir haben, ist hier. Hier ist es gebrochen. Kein Plan, was damit ist. Wir müssen da jetzt mal reingucken. Und entweder wir kriegen eine neue oder wir können das irgendwie, die Bearings da drin reparieren. Auf jeden Fall brauchen wir ein neues Gehäuse. Aber ich sag mal, wir gucken jetzt erstmal da rein und dann machen wir Schluss für heute. Leute, der Weg lohnt sich. Haut auf den Abonnieren-Button, haut auf den Like-Button und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Aber bevor jetzt Schluss ist, zeige ich euch noch was. Ich zeige euch diesen coolen Truck hier. Dieser Defender ist schon 3-mal um die Welt gefahren. Und er wird gerade ein bisschen überarbeitet. Guckt mal die coolen Türen an. Und das ist ein Pickup 110 Hammer, oder?